Die Emscher Genossenschaft von Lippe managt den Wasserkreis des größten Ballungsgebietes Europas. Dazu gehören 800 Außenanlagen, darunter 59 Kläranlagen, um die Anforderungen von Wohnen, Arbeiten und Verkehr mit Hochwasser, Gewässer und Naturschutz in Einklang zu bringen. Die Wasserwirtschaft steht ja vor großen Umbrüchen. Digitalisierung ist nicht nur ein Modewort, sondern wird auch bei uns in die Tat umgesetzt. Digitale Transformation ist ein großes Thema und da braucht es natürlich mehrere Ansatzpunkte. Und dann haben wir einen gewählt mit Partner Siemens, wo wir sagen, da können wir erstmal aus der verlässlichen Zusammenarbeit der Vergangenheit auch große Schritte in die Zukunft machen. Weil wir zum Beispiel auf den Anlagen, auf all unseren Anlagen, das sind über 800, das VPLS-System, also virtuelle Prozessleitsystem, von Siemens einsetzen wollen. Wir sind da auf dem Weg, auf einem sehr guten Weg. Wir haben ein Leitsystem mit Virtualisierung, das heißt, man entkoppelt praktisch die Software von dem Hardware-Ort. Und deswegen ist das natürlich ein toller Schritt, einmal für Sie, aber auch dann für uns. Und ein zweiter Aspekt ist sicherlich noch auch das Thema Planned Engineering Design, das Thema Planzeit als Engineering System, wo man letzten Endes die gesamte Landschaft zusammenführen kann und sehen kann. Mit diesem Planzeitkonzept, da profitieren ja beide Partner von. Der eine bringt das fachliche Know-how rein und wir als großer Betreiber von Abwasseranlagen haben natürlich ein unglaubliches Interesse, unsere Anlagensysteme erstmal sicher zu fahren, verfahrenssicher zu fahren, aber auch ressourcenschonend zu fahren. Es geht immer, am Ende immer ums Geld auch. Wir müssen ja wirtschaftlichen Betrieb leisten. Ich habe auch einen guten Betreuer von uns da, der andere, der einfach dazu kommt. Ich glaube, jeder Wasserverband hat ja so seine Eigenheiten und Besonderheiten. Und das ist auch bei der Emscher Genossenschaft so. Und da hatten wir schon so ein paar tolle technologische Herausforderungen. Das ist zum einen, dass es ja ein VPLS gibt, was in Essen ja zentral gehostet wird, aber die Steuerung zum Teil 40, 50 Kilometer entfernt auf einer anderen Kläranlage steht. Und wie man diese dann über öffentliche Netze die Verbindung zwischen der Steuerung und dem VPLS hinbekommt, das war schon herausfordernd, aber die haben wir gut gemeistert und es läuft ja auch wirklich toll, muss man sagen. Also wir, unser Haus, haben ein langfristiges Reinvestitionsprogramm aufgelegt, das jetzt über die nächsten 15 Jahre läuft, wo wir jedes Jahr erhebliche Mittel aufwenden, um die Anlagen zu fitten, also für die Zukunft. Und dann machen wir das natürlich dann mit einer modernen, mit einer zukunftsweisenden Technik. Wir sind verpflichtet dazu, auch für die nächste Generation auch das anzubieten, was nennt sich so schön Ease of Use, eigentlich wirklich einzusetzen ist. Was ist denn der Nutzen, wenn man eine Anlage renoviert, umsetzt? Man macht ja nicht das Gleiche nochmal, sondern man versucht natürlich dann Dinge einzubauen, wie Virtualisierung, um später die Services dann einfacher zu machen. Damit sparen Sie Strom, damit wird die Wasserqualität besser, damit werden die Arbeitsabläufe besser. Bis hin zu, ich kann gewisse Betriebsabläufe auch vielleicht durch ein KI-unterstütztes System dann organisieren und umsetzen lassen. Das ist ganz wichtig in einer kritischen Infrastruktur. Insofern ist es gut, dass ich das nochmal erwähne, dass wir da auch absolut datensicher arbeiten. Und da haben wir natürlich in Siemens auch einen Partner, der da großes Interesse drauf legt. Und das muss man auch, und dann schließt sich der Kreis, auch den Mitarbeitern klar machen, dass es nicht nur zum Selbstzweck ist, dieses Digitalisierungsprojekt, sondern dass es auch einen höheren Wert hat. Mitarbeiter, die beitragen zu einer Verbesserung auch im Bereich Sustainability, haben viel Freude daran und tragen gerne dazu bei. Und deswegen ist es auch auf unserer Seite eine große Freude, mit der Emscher Genossenschaft zusammenzuarbeiten. Und Sie haben richtige Männer am Start, aber denke ich mir. Und auch richtige Frauen, ja. Auch bei uns im Hause. Ja, also da das ganze Team Siemens. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Ja.